Heute ist das GS280 bei mir angekommen und das ist das derzeit neueste Smartphone der Firma Gigaset und es wird so ab dem 1. April im Handel erhältlich sein und ich würde sagen, wir schauen uns das in diesem Video einfach mal an, packen das zusammen aus und ich werde euch so von meinen ersten Erfahrungen mit diesem Gerät berichten. Das Ganze hat mich erstmal überrascht, denn das sieht man hier wieder, es ist Made in Germany. Das war ja, glaube ich, schon der Vorgänger beim GS185, der war ja auch schon Made in Germany. Und das hat viele Leute auch gefreut, dass es eben in Bocholt, was es, glaube ich, produziert wurde. Und ja, das ist auf dem Smartphone-Markt einfach mal was anderes. Das Ganze gibt es, glaube ich, auch in zwei verschiedenen Farben. Das hier sieht mir nach dem schwarzen Modell aus. Und es gibt auch noch eins in so einem kaffeebraunen Farbton. Ich würde sagen, ich rede jetzt aber gar nicht mehr lange rum und wir schauen mal in die Verpackung. Das ist ein bisschen ein anderer Karton, also das haben wir beim GS185 ja schon gesehen. Das liegt einfach daran, dass die Kartons in Deutschland hergestellt werden und wahrscheinlich ist es da einfach am naheliegendsten, dass man da so einen etwas günstigeren Karton nimmt. Es sieht zwar nicht so schön aus, wie ich finde, aber ja, es ist wahrscheinlich besser für die Umwelt. Jetzt schauen wir aber wirklich mal rein in das Ganze und es öffnet sich hier ganz einfach so. Und dann haben wir hier schon das Gerät. Noch in Plastik verpackt. Ich hole das einmal raus. Und ich denke mal, darunter befindet sich dann das Zubehör. So. Hier haben wir einmal das SIM-Tool. Das ist wichtig. Das kann man leicht übersehen, aber es ist wirklich wichtig, wenn man später die SIM-Karte einlegen möchte. Und hier drunter ist dann schon die Bedienungsanleitung. Dann einmal ein Netzteil. So. Und was haben wir hier? Ich denke mal, es sind Kopfhörer. Und ja, das braucht man nicht mehr. Und noch ein Ladekabel. So, ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal das Zubehör an. Das ist nochmal hier in Plastik verpackt. Öffnen das einmal. So. Einmal das... Oh, ich sehe sogar, das wird einige freuen. Das ist ein USB-C-Kabel. Also das freut mich gerade auch wirklich sehr. Wir hatten ja davor immer Micro-USB gehabt. Und ja, über die Jahre ist es einfach alt gewesen. Aber das ist jetzt wirklich USB-C, also wie beim MacBook, wo man das kennt, was ja eigentlich schon die meisten hoffen, dass es bald mal bei den iPhones kommt. Und das ist wirklich eine schöne Überraschung. Also sieht mir nach USB Type-C aus und ich denke mal, dass das GS280 dann endlich auch USB-C hat. Also das freut mich wirklich. Haben wir hier noch unser Netzteil, ganz normal. Ja, fühlt sich ganz in Ordnung an, ist eine schöne Qualität. Dann schauen wir uns nochmal die Kopfhörer an. Vielleicht haben sie ja keinen Kopfhörereingang mehr und wir haben jetzt hier USB-C Headphones. Wäre ja auch ganz schön. Schauen wir mal. Und nein, es ist noch der Kopfhörereingang. Das sind die ganz normalen Kopfhörer, die immer bei den Gigaset-Geräten dabei sind. Also da hat sich nichts getan. Vom Klang her sind die jetzt auch nicht so besonders. Aber ich denke mal, ist schön, dass welche dabei sind. Da sollte man sich nicht beschweren. So, schauen wir mal. Hier haben wir noch die Bedienungsanleitung. Haben wir hier noch unser SIM-Karten-Tool. Und dann hier haben wir schon das Highlight der Verpackung des GS280. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich öffne einmal hier diese Plastiktüte. So. Und so wie es aussieht, haben wir hier auch diese Farbe Coffee Brown, hieß es, glaube ich, auf der Website. Wir sehen hier schon Limited Edition, also es scheint hier was Besonderes zu sein mit dieser Farbe. Und ja, es fühlt sich ganz gut an. Also wir haben hier eine Aluminiumrückseite, das sieht man hier schon. Es ist noch ganz kalt und da die Fingerabdrücke sind da noch ein bisschen drauf. Die Aluminiumrückseite fühlt sich wirklich schön an, also es liegt gut in der Hand. Und ich würde sagen, jetzt ziehen wir mal die Schutzfolie ab und starten das Gerät. Ich bin mal leise, damit man das schöne Geräusch hört. So. Jetzt, hier haben wir das Display. Ja, ist ganz normal, also nichts Neues. Wir haben hier ja ganz schöne Displayränder an der Seite. Hier oben ist halt keine Notch, also ja, sieht nicht so ganz modern aus, wie wir es jetzt bei den anderen Smartphones immer hatten. Aber ich denke mal, für den Preis ist es vollkommen in Ordnung. Also hier wirkt jetzt auf den ersten Blick wie ein solides Smartphone. Wahrscheinlich in der Einsteigerklasse. Und ich denke mal, da wird man nichts dran auszusetzen haben, dass es jetzt keine Notch hat oder so. Das wäre natürlich schön gewesen vom Design her. Hier unten des Kindes-Displays ist natürlich etwas dicker. Das ist immer schade. Also ich finde, früher waren ja hier immer diese normalen Buttons. Die sind jetzt on-screen. Wenn man dann hier noch die normalen Buttons hat, ist da schon einiges vom Display weg. Also das finde ich immer ein bisschen schade, aber wir schauen mal, ob man das im Alltag dann wirklich merkt. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch einmal, ja zur Feier des Tages kann ich schon fast sagen, den USB-C-Port an, weil der hat mich wirklich richtig überzeugt und ich bin wirklich froh, dass da jetzt endlich mal einer verbaut wurde. Und ich öffne mal hier das Ladekabel. So. Also das ist wirklich eine schöne Sache, das wünscht.
ich mir wirklich schon ewig bei den Gigaset-Geräten, dass das mal verbaut wird. Und das ist wirklich eine super Neuerung. Also ich war schon etwas enttäuscht, als ich die ersten Bilder gesehen habe, aber da habe ich wahrscheinlich das komplett überlesen mit dem USB-C-Port. Das ist jetzt eine umso schönere Überraschung. Also ich würde sagen, wir schauen mal. So, passt super rein, alles toll. Und dann schalten wir das Gerät mal ein. So. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen, hat schon vibriert. Und dann fährt das Ganze hier hoch. Schauen wir mal, wie lange es braucht. Aber es ist wirklich ein schönes Gerät. Also es gefällt mir echt super hier mit der Kamera, die hier noch eingearbeitet ist in das Gehäuse. Der Fingerabdrucksensor, ich denke mal, der wird wieder ganz gut schnell sein, wie wir das von Gigaset ja schon kennen. Und sonst das Design, ja. Also es gefällt mir schon ganz gut. Könnte besser sein, aber es ist wirklich ein solides Smartphone, würde ich sagen. So, mal schauen, wie lange das noch braucht zum Hochfahren. Ja, hier sieht man schon, das hat schon ein bisschen geruckelt, also wie ihr gerade hier seht. Es kann liegen, daran liegen, dass jetzt das erste Mal ist, wo ich das einschalte, aber bei den Vorgängermodellen hat es halt immer ein bisschen geruckelt, das fand ich schade, aber mal schauen, vielleicht ist ja hier besser. So, mal schauen. Nochmal die Animation. Ja, ihr seht, es ist nicht ganz flüssig, aber ja, mal schauen. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich das Gerät einschalte, da wird es vielleicht noch besser. Wir können uns ja währenddessen noch mal ein bisschen das Gerät anschauen. Also hier der Fingerabdrucksensor haben wir uns ja vorhin schon angeschaut. Die neue Farbe, die gefällt mir wirklich gut. Ist so ein, ja fast so ein Ockerbraun, noch ein bisschen dunkler. Und es glänzt auch ganz schön. Also die Aluminiumrückseite, das war wirklich eine gute Entscheidung, die da einzubauen. Mit der neuen Farbe zusammen sieht es wirklich sehr schön aus. Ja, das Display können wir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen hier anschauen, solange es noch hochfährt. Also wie ihr seht, die Blickwinkel sind gar nicht mal so schlecht für so ein Panel, was hier verbaut wurde. Wenn man sich das mal anschaut. Hier geht es ein bisschen ins Grünliche rein, wenn wir hier von unten schauen. Aber sonst gefällt es mir schon mal sehr gut. Also das ist wirklich super. Und die Auflösung, ja, ich denke mal, das wird jetzt nichts Besonderes sein, aber auf den ersten Blick, so wenn ich mir das anschaue, dann stört es wirklich nicht. Also es sieht wirklich schön aus. Gefällt mir. Und schon ist es hochgefahren. Also müssen wir einmal kurz einrichten. So, ich sagen, jetzt mal springen wir mal. So, und jetzt müssen wir einmal den Finger hier drauflegen. Dann können wir das Ganze gleich mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Wie bei den alten iPhones, die noch den Fingerabdruckscanner hatten. Einfach ein bisschen bewegen. Hier, ich kann es auch nochmal zeigen. Damit er aus allen Richtungen einmal probiert wurde. Oh, und jetzt? Hat es etwa eine Gesichtserkennung oder was sehen wir hier? Aha, okay, dann werde ich das einmal kurz ausprobieren, mal schauen, ob es funktioniert. Und dann probieren wir es doch einmal aus. Also ich mache es einmal schnell. Und dann sind wir auch schon drin. Ja, ganz normales Gigaset-Smartphone. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, wie das ist, wenn wir hier einmal den neuen Fingerabdrucksensor ausprobieren. Also ich habe das Gerät ausgeschaltet, wie ihr seht, ist alles aus. Und wenn ich jetzt meinen Finger drauf lege, wirklich extrem schnell hat es jetzt funktioniert. Also ich kann es auch nochmal zeigen. Hier von hinten. Einmal drauf und schon ist es hoch. Ich probiere jetzt auch nochmal gleich die Gesichtserkennung aus. Und hat funktioniert. Also da bin ich wirklich beeindruckt. Also es hat ja wirklich super funktioniert. Ich kann es euch nochmal zeigen. Ihr seht jetzt natürlich nicht, wie ich hier sitze. Mein Kopf gehört zu, aber ich mache nochmal aus. Ihr seht, ich habe meinen Finger hier. Und schon bin ich drin. Also wow. Es ist fast wie beim iPhone. Also da bin ich wirklich beeindruckt. Und das macht das Gerät wirklich um einiges besser. Also das hätte ich nicht gedacht. Gesichtserkennung und noch den schönen Fingerabdrucksensor. Wirklich perfekt. Also ich habe wirklich nicht viel von diesem Gerät erwartet. Aber es ist eine schöne Überraschung nach der anderen. Also wir haben hier USB-C, dann haben wir den Fingerabdrucksensor und noch die Gesichtserkennung. Und ich kann es gar nicht abwarten, das Gerät dann auch wirklich zu testen. Denn so, ich denke mal so ein, zwei Wochen, dann wird mein ausführliches Review kommen. Werde ich euch auch noch die ganzen Fakten nennen, schauen, wie sich das im Alltag schlägt und so. Also da freue ich mich auch schon drauf. Aber es ist wirklich toll. Ich würde sagen, wir probieren jetzt zum Abschluss einmal noch schnell die Kamera aus. Einfach so, damit ich euch das mal zeigen kann, weil das ist was, was ich immer sehr interessant finde bei Smartphones. Also schauen wir einfach mal, wir sind jetzt gerade im Auto-Mode drin. So. Also ist wirklich schön vom Autofokus her. Bildqualität ist auch gut. Wenn ich hier meine Hand runterlege, also es geht wirklich schnell. Sehr schön. Ich sage, die Frontkamera schauen wir uns auch noch einmal an. So, gibt mir jetzt die Kamera.
aber ist auch wirklich toll. Dann, ja. Vielleicht können wir noch ein Video ausprobieren. So. Mal schauen. Kann man den Autofokus immer ganz gut testen. Ja, also man sieht, besonders wenn ich jetzt hier von dem Hellen ins Dunkle gehe, da zieht das Ganze schon ein bisschen nach, bis es angleicht. Wie ihr jetzt hier seht, also wenn ich hier das Weiße filme, wo die Blende ein bisschen zugeht, hier sollte sie wieder aufgehen. Also man merkt es schon. Das Beste ist es nicht, aber ich denke mal, ja, das wird man nicht wirklich merken im Alltag. Also, ja, wenn man da draußen was filmt, ich denke mal, für so normale Benutzer, die jetzt nicht sagen, ah, das muss jetzt die beste Videoqualität sein, ist es wirklich schon ausreichend. Ja, also ich bin wirklich zufrieden, wie ihr gemerkt habt. Einige Sachen, die mich wirklich überrascht haben bei diesem Gerät. Ich werde es jetzt im Alltag nutzen für die nächste Zeit. Und dann werde ich so in ein, zwei Wochen mein ausführliches Review hochladen. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr den Kanal abonniert, damit ihr das nicht verpasst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.